Hey Leute, da sind wir wieder. Es geht weiter mit MLB 13 The Show. Die Karriere von Sonny Van Hero hat einen kleinen Rückschlag erlitten, nachdem der Gute sich ja im August verletzt hat. Böse Gerüchte sagen in der Klatschpresse, er hat sich beim Schrubbeln die Hand gestaucht. Hoffen wir mal nicht, dass diese Gerüchte stimmen. Wir haben beim letzten August aufgehört, sind jetzt im September, also ich bin ein bisschen nach vorne gesprungen, weil diese Verletzung muss ja glaubwürdig dargestellt werden, liebe Freunde. Gut, wir werden eingesetzt als Pinchrunner hier im ersten Spiel. Wir sehen es beim Stand von 4-4 Washington gegen Philadelphia. Wir auf der First Base. Ich hätte mir echt gewünscht, dass wir einen Schlag mal gehen können direkt im ersten Spiel, aber so viel Glück haben wir nicht. Mal gucken, wie wir dann die Show stehlen können, denn stehlen sollte das Zauberwort heute vielleicht sein, wenn wir schon als Runner eingesetzt werden. Tyler Clippard will get the assignment on the mound here as he'll enter with the runner at first and nobody out. Ja, Tyler Clippard, während wir hier halt auf der First Base stehen. Ja, als Runner, das gefällt mir eigentlich nicht ganz so. Ich meine aber, man kann so eine Chance natürlich immer mal schön nutzen, sich ein bisschen davon wegbewegen und einfach mal eine Base stehlen. Wenn es klappt. Ah, mein Gott, da hat doch ein Arm zwischengepasst. So viel Platz hatte ich noch. Ja, liebe Freunde, so beginnt man MLB, Risiken eingehen. Oh, and with nobody out, that could turn out to be a big stolen base right there. Now, not only do you keep out of the double play, but you also get the ever important go-ahead run into scoring position. Ja, schön erklärt, dass unser Run hier natürlich sehr, sehr wichtig ist, den wir uns geklaut haben. Und naja, wie gesagt, ich bin jetzt zurück, brauchte einfach mal so ein bisschen Auszeit von MLB, sind wir mal ganz ehrlich. Ich werde übrigens so weitermachen, wie wir es zuletzt gemacht haben. Ich werde jetzt nicht unbedingt auf das Spielgeschehen eingehen, sondern ich werde über die Themen reden, die mir Spaß machen, was euch ja, glaube ich, in den letzten Parts auch immer ganz gut gefallen hat. Also es war einfach so, nachdem wir jetzt echt so lange MLB gespielt haben, muss ich zugeben, dass ich so an so einem Punkt angelangt bin, wo ich einfach mich ein bisschen ausgebrannt fühlt. Ich meine, der Karrieremodus, so schön der auch in vielen Belangen ist, und Sonnys Karriere ist mir mittlerweile auch echt ins Herz gewachsen, war ja ursprünglich mal ein Charakter, den ihr, also ihr Hero Maniacs, für MLB... Oh, da kann ich laufen. Und stehen bleiben. So, dann haben wir doch direkt die Third Base. Ja, sauber. Ja, liebe Freunde, so stiehlt man die Show, sage ich nur. Apropos The Show, ne? So, Third Base, das ist nicht mehr sonderlich weit. Also es könnte jetzt tatsächlich schon klappen, dass wir den entscheidenden Punkt machen. Wir sehen, sie haben kein Aus. Ja, also natürlich stehlen macht hier keinen Sinn. Wir warten jetzt einfach ab und hoffen jetzt einfach, dass der Kollege, der da auf der Base steht, den Ball schön ins Feld schlägt, was wir uns natürlich anschauen werden, und dass wir einfach den Run complete machen, dass wir unser Team mit 5-4 in Führung bringen. Chancen stehen ja ganz gut. Erster Fehler, wir sehen es oben mal im 1-0 natürlich weiterhin. Oh, da schlägt er. Ich gucke, wie fliegt der Ball. Oh, der fliegt schön ins Feld. Sauber, da haben wir den Run gemacht. Ja, so läuft's, liebe Freunde. So wird's gemacht. Übrigens, ich habe Sonnys Rückennummer geändert von 8 auf 7, denn 7 ist ja meine Glückszahl. Sehr schön, wir sehen, unser Team liegt in Führung. Springen wir nach vorne. Wir werden natürlich ausgewechselt, weil wir waren ja noch Pinch Runner. Schauen wir mal ganz kurz, wenn ich jetzt weiterklicke, wie der Endstand ist. Ja, hat geendet. Sieg für Philadelphia. Das kommt nicht so häufig vor, um ganz ehrlich zu sein. Ich glaube, wir sind Letzter in der Tabelle. Also nicht so sonderlich toll. Gut, mal zurück zu dem, wo ich war. Also wie gesagt, ursprünglich war Sonny ja mal ein NBA-Charakter, den ich damals für NBA 2K13 erstellt hatte. Und mir gefiel einfach der Name. Und mittlerweile alle Spiele, die irgendwie so einen Karrieremodus bieten, wo man einen Spieler erstellen kann, das ist immer Sonny Van Hero. Also gefällt mir unglaublich gut, was ihr da damals gemacht habt. Ja, wie gesagt, ich war echt MLB so ein bisschen ausgebrannt, brauchte einfach den Sommer, ich war noch 4 Wochen schön im Urlaub, habe ich ja gesagt, hatte zwar Videos vorproduziert, was aber vorne und hinten nicht reichte, und habe dann lange Zeit überlegt, wie mache ich es jetzt am besten, und habe mir am Ende, ja, einfach so eine kleine Auszeit genommen. Jetzt geht's weiter und es wird zumindest bis, ich denke mal, Ende November weitergehen. Dann müssen wir mal schauen, denn ich habe es dem einen oder anderen schon mal erwähnt, während ich hier gerade mal in die Punkte reingehe und meine Advancement Goals erfülle, denn hier wieder ein bisschen die Durability soll ich steigern noch und den Drag Bunt, beides gemacht. Was haben wir hier noch drin? Bases stehlen war noch drin. Das ist natürlich eine Sache vom Spiel wieder. Also alles Notwendige gemacht. Jetzt kommt es ein bisschen darauf an, wie wir eingesetzt werden, und wir werden schon wieder als Pinch Runner eingesetzt.
Das gefällt mir aber so gar nicht. Warum werden wir ständig hier als Pinchrunner eingesetzt? Also ich meine, wir sind natürlich in der MLB, wir sind Ersatzspieler immer noch. Das wird wahrscheinlich auch noch bis in die zweite Season so bleiben. Ich denke mal, wenn wir die Season irgendwie schaffen, dann wird es vermutlich so aussehen, dass wir diese ganzen Trainingsspiele, wo man ja den Trainern so ein bisschen zeigt, wie läuft es momentan. And now with one away, they'll make a move for their bench, as we'll see a Pinchrunner take over at second base. Ja, dass wir in diesen Testspielen. Nee, wir sind nicht Morris Padgett, liebe Freunde. Wir sind Sonny Van Hero. Get your facts straight, assholes. Also, dass wir in dieser Auszeit so ein bisschen uns da rantasten werden. So, ich versuche natürlich hier direkt. Das wäre fast in die Hose gegangen, liebe Freunde. Das wäre fast in die Hose gegangen. Here's a situation where I think he's just trying to guess a little bit and get that early break. But soon afterwards, he finds himself out there between second and third with nowhere to go. Puh, da habe ich versucht, die Base zu stehlen. Da hat er Wind davon bekommen. Er hat mich so rausgekommen. Ich dachte, ich wäre noch rechtzeitig reingerutscht. Das ist natürlich bitter. Das ist natürlich ganz bitter. Da wird der Trainer nicht begeistert sein. Da muss Tony wahrscheinlich wieder die Seife aufheben. Ach, das gefällt mir aber gar nicht. Naja, wir machen das ja gut im nächsten Spiel. Wo war ich, nachdem ich zum 5000. Mal unterbrochen wurde? Ich glaube, ich werde es einfach ein bisschen erzählen und hier einfach spielen. Ihr seht ja, was passiert. ich glaube, heute ist das, wenn wir weiter als Pinchrunner eingesetzt werden, wird stealen unser großes Motto heute sein. Steal, steal, steal. Lying, cheating, stealing. Wie gesagt, ich brauche einfach eine Auszeit. Und ich habe schon erwähnt, es sieht so aus, dass jetzt diesen Monat erscheinen, beziehungsweise nächsten Monat erscheinen nochmal Rain für die PS3 und Beyond. Und das sind so meine letzten großen PS3-Spiele. Und dann ist die PS3 vermutlich ab November wird es dann tatsächlich weggehen. Denn man kann natürlich sagen, es kommen sicher noch tolle Sachen für die PS3 raus. Aber ganz ehrlich, wenn die PS4 kommt, dann findet bei mir der Übergang auf die nächste Generation fließend statt. Und das heißt, das alte Zeug kommt raus. Also ich habe alles für diese Konsolengeneration gespielt, was ich irgendwie spielen wollte. Zuletzt mit GTA jetzt und Beyond ist dann wirklich so das letzte große Spiel. Und dann, wenn die PS4 kommt, dann ist auch Feierabend. Ich weiß nicht, wie euch geht. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare posten, wie ihr das macht. Ob ihr dann tatsächlich auch so einen clean Break macht, wie, den ich auch mache. Oder ob ihr, wie gesagt, sagt, was soll's. Ich behalte alles und das passt schon so irgendwie, weil ich habe da nicht so sonderlich Lust drauf. Also, wenn ich eine neue Konsole habe, dann will ich mich eh nur auf die neue Konsole konzentrieren und die alte wird dann so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Also kann ich sie auch dann wirklich verkaufen rechtzeitig und weg damit. Wie gesagt, die letzten Sachen, die ich spielen wollte, habe ich dann gespielt. Und das Problem ist dann natürlich wirklich, dass momentan MLB 13 The Show nicht für die PS4 draußen ist, weil das Spiel erscheint ja meistens so im März und die Entwickler haben schon gesagt, dass der Entwickler selbst ist ja Sony, ist ja ein Exklusivtitel an der Stelle. Und MLB 14 wird dann vermutlich auf der PS4 auch erscheinen. Also man hat schon so durchscheinen lassen, ach ja, wer kauft sich eigentlich eine PS4 so in der Art? Also die Entwickler haben da schon mal so ein bisschen, abgefragt, wie es aussieht bei der Spielerbase. Und ich gehe fest davon aus, dass dann MLB 14 The Show dann tatsächlich für die PS4 erscheint. Und dann werden wir den Titel definitiv wieder spielen. Aber das Problem ist halt einfach, da ist dieser Zeitraum von November bis März. Ich werde zwar massig Videos vorproduzieren, dass es vielleicht nicht ganz so traghaft ist oder schadhaft ist, dass ich dann vielleicht, weiß nicht, in der Zeit, wo wir dann wirklich von November bis März gehen, dass wir vielleicht wirklich mit einem Video pro Woche irgendwie überbrücken können, weil ich meine, ein Monat hat dann 4 Wochen, das sind 4 Videos pro Monat, dass ich da wirklich so meine. Da habe ich Glück gehabt, dass er mich nicht berührt hat. Da habe ich aber eine Menge Glück gehabt hier. Haben wir einen Run bekommen? Ich habe nicht gesehen, was auf dem Feld passiert ist. Ich glaube nicht, oder? Wie hat es denn vorhin gestanden? Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, großartig. Ich glaube, der Kollege wurde raus. Ne, wir haben den Run. Da ist er drin, ein R. Sehr schön, dann haben wir für unser Team ausgeglichen. Ja, ihr kennt ja, wisst ja, wie es ist, wenn man einfach so ein bisschen quatscht, dann verliert man manchmal so ein bisschen die Sachen aus dem Blick. Und wie gesagt, wenn das dann 14 erscheint, ich werde definitiv MLB 14 spielen. Die Frage ist, ob ihr da noch Interesse habt an der Let's Player. Ich denke, da werde ich vorher einfach mal so eine Umfrage machen. Aber ich sehe ja, MLB ist ja eine der Reihen, die unglaublich gut ankommt bei euch. Auch wenn die meisten wissen, dass ich hier nicht der große Baseball-Freak bin, der jede Regel im Kopf hat. Das ist ja kein Geheimnis. Und da habe ich auch nie ein Geheimnis draus gemacht.
Ich habe Spaß an dem Spiel, ich habe Spaß daran, wie das Spiel in der Art ist. Ich finde aber schon, das muss sich bei MLB 14 eine Menge verändern und das auch primär auf die Karriere bezogen. Dann sind wir mal ganz ehrlich, wir haben einfach nicht viel zu tun außer dem wöchentlichen Spielen. Ich meine, wie cool wäre es, wenn es irgendwie so Aktivitäten gibt, die man machen könnte, so Pressetermine, Interviews, mal richtige Interviews mit dem Team führen, nicht nur, hey Coach, krieg ich bessere Spielzeiten? Der Coach sagt, fick dich, Sonny Van Hero. Ach ja, First Base ist schon wieder so weit weg. Ich glaube, da müssen wir fast die Beine in Hand nehmen. Na komm, wirf. Sobald er in die Wurfbewegung geht, laufe ich los. Ja, ab geht's, flinke Beine und drin. Ja, komm, drin. Kann er machen, was er will. Sehr schön. Das lief doch schon mal gut. And here in the middle part of this ball game, he's wanting to give his guys the lead. So he picks a good pitch to run on and he's in the second now as the possible go-ahead run. Ja, wieder mal eine schöne Positionierung, die wir hier rausgelaufen haben. Und wie gesagt, wenn 14 kommt, wir werden das Spiel dann ganz neu evaluieren. Wir werden mal schauen, lohnt es sich wieder MLB zu machen? Habt ihr noch Bock auf MLB? Lohnen ist eigentlich nicht so die Frage, denn MLB läuft gut. Ich habe es ja schon mal erwähnt. Also, wie gesagt, wenn wir haben ja da vor ein paar Wochen dieses Infovideo rauskommen. Wenn ihr zukünftig wollt, das reinlaufen, dann seid ruhig mal so nett, gebt mal einen Daumen nach oben oder Daumen nach unten, wenn euch was gefällt oder nicht gefällt und kommentiert. Also es kommt wirklich teilweise wirklich auf die Kommentare primär. Wir gucken nicht so sehr auf die Zahlen, aber Spiele sollten kommentiert werden. Ihr als Community seid uns einfach sehr wichtig und das gilt natürlich auch primär für MLB und ich habe natürlich immer wieder die Fragen während der Auszeit bekommen, wie sieht's aus, wann geht's weiter, das weiß nicht wie damals, wo 100.000 Leute mich am Tag gefragt haben, hey Sascha, wann kommt denn wieder Skyrim? Zum Glück. Aber es... das wäre fast in die Hose gegangen. Habt ihr gesehen, wie er auf uns zugerannt kam? Huiuiuiui, aber wir haben die Third Base, sehr schön. Und da müssen wir einfach mal schauen. Also wie gesagt, ich werde auf jeden Fall vorproduzieren, wenn meine PS3 verkauft ist, dass wir zumindest bis zu den, ich sag mal, bis Weihnachten überbrücken können. Und dann muss man einfach mal schauen, wie es weitergeht. Oh, was ist denn jetzt hier los mit dem Controller? Ja, einfach mal mittendrin umdrehen, ist nicht ganz so schön. Ich meine, ich will ja so ein bisschen showboaten, aber das war dann doch ein bisschen zu viel des Guten. Aber wir haben den Lauf wieder geschafft, 3-2 für unser Team. Also wir machen im Moment, oh, 6 Läufe haben wir noch geschafft scheinbar. Sehr schön. Ja, läuft ja relativ gut hier momentan. Das gefällt mir natürlich extrem. Also, es ist jetzt nicht unbedingt der Einstieg in die Reihe wieder, den ich mir gewünscht hätte. Denn wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich wirklich am liebsten jetzt mal gesehen, dass wir ein komplettes Spiel aufgestellt haben. Oder zumindest, dass wir an Schlag mal gehen. Auch wenn ich weiß, da ist meine Leistung immer so ein bisschen hier mal da. aber irgendwie ist das natürlich auch was für MLB, was ausmacht. Aber dass wir jetzt hier so häufig als Pinchrunner eingesetzt werden, das ist kurios. Das ist mir, kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass es so häufig passiert ist. Und gerade haben wir nur diese Position. Wer weiß, was Sonny, ja, das Team setzt einfach kein Vertrauen mehr in jemanden, der sich beim Schütteln von Händen eine Verletzung zugezogen hat. So jemanden traut man einfach nicht. Ja, schon wieder als Pinchrunner. Ne, ich simuliere jetzt einfach mal. Nochmal als Pinchrunner. Oh, das ist eine coole Situation, aber wir simulieren hier auch nochmal, würde ich sagen. Auch wenn ich es ganz cool finde, dass alle Bases beladen sind, aber es steht hier 0-0. Mein Gott, das Ding haben wir in der Tasche. So, und ich würde sagen, das nächste Spiel, ja komm, wir müssen es mal machen, Stand von 2-2. Vielleicht können wir hier das Zünglein an der Waage sein, hier den entscheidenden Run holen. Unser Team so ein bisschen... ja, auf grüne Weiden führen, um in Metaphern zu sprechen, liebe Freunde. Und er führte die Hero Maniacs auf grüne Weiden, wo sie Videospiele spielten und Hände schüttelten. Ja, ja, komm, den Spruch haben wir auch 5000 Mal gehört. Also ich hoffe, die nehmen fürs nächste Spiel neue Kommentare auf, denn so cool ich den Kommentar auch teilweise finde, ich habe mich langsam doch ein bisschen satt dran gehört. Aber ich muss zugeben, jetzt so gerade über die Sommerpause, also ich habe ja erwähnt, ich war 4 Wochen im Urlaub und habe die Zeit wirklich genossen und habe es auch wirklich gemocht, mal so ein bisschen abzuschalten und
mal kein MLB-Video täglich produzieren zu müssen. Das war dann doch sehr angenehm. Und ihr habt ja gesehen, ich habe übrigens auch ein Intro jetzt geschnitten, was immer vor die Videos kommt. Ich hoffe, es gefällt euch. Könnt ihr gerne mal kommentieren. Ich dachte, das wäre mal was, was wir brauchen. Anfangs so ein kleines Intro vor. Zumindest die MLB-Videos. Sollten wir jemals das Team wechseln, muss natürlich das Phillies raus. Da habe ich nicht ganz so intelligent geschaut, wie ich da vorgehe. Aber mein Gott, könnten wir hier auch mal 3-2. Drei Fehler des Pitchers, zwei von unserem Batter. Also noch ein Strikeout und... Oh, der Ball fliegt an mir vorbei. Da laufe ich. Ja, sehr schön. Second Base. Ja, wir können... Wir sind vielleicht nicht der Stärkste, wenn es darum geht... Oh, hier stehe ich im Rücken. Hier wäre natürlich echt eine Möglichkeit, sich die Base zu stehlen. Das Problem ist natürlich, ich gehe ein ganz großes Risiko ein, denn wir haben schon zwei Outs. Und wenn ich dabei erwischt werde, dann ist mein Team natürlich so ein bisschen gearscht. Auf der anderen Seite, warum eigentlich nicht? Der steht mir so schön im Rücken zu. Er sieht also nicht, was... Oh, da laufe ich. Da hat sich die Frage erledigt, ob ich stehle, denn der Kollege hat einfach getroffen. Passiert auch nicht so häufig. So, Third Base sind wir angekommen. I like it. Steven Escobar will come on to pinch hit here in a big spot. Ja, Steven Escobar hat natürlich jetzt so ein bisschen... Naja, die ganze Last des Teams auf seinen Schultern ist keine schöne Position mit zwei Outs, die wir haben. Alle drei Bases beladen. Also große Möglichkeit, dass wir hier uns noch ein Out einhandeln und naja, dann der ganze Run gelaufen ist. Das ist natürlich jetzt echt ein bisschen tricky. Wir müssen natürlich echt hoffen, dass Steven den Ball... Oh, er schlägt ins Feld. Oh, der wird zu früh gefangen. Naja, wir sind durch, aber ich glaube, Steven Escobar hat sich ein Out eingehandelt. Ja, wir sehen es. Mitch Meyer is into the ball game now as he'll take over out in left field. Who the fuck is Mitch Meyer? Und who cares about Mitch Meyer? Ja, scheinbar tatsächlich haben wir uns hier das ausgefangen. Wir können das, und da würde ich fast sagen, gehen wir tatsächlich mal ganz kurz ins Replay rein, wenn wir gleich ins Menü zurückkommen. Denn ich bin mir relativ sicher, wo war es mal? Replay Vault. Da haben wir Escobar out on second base, stand da? So, also Escobar steht hier unten. Ich stehe natürlich hier oben auf der Third Base und jetzt schauen wir uns den Spielzug nochmal an, wer hier rausgeflogen ist, großartig. So, da schlägt er, der Ball fliegt, wo ist er, da ist der Ball, wird natürlich direkt hier aufgefangen, viel zu früh und dann wird zur First Base zurückgeworfen, bevor Escobar da ist, überhaupt eine Chance hat, hat er sich das Out eingehandelt und dadurch ist die Sache natürlich dann tatsächlich gelaufen und eigentlich relativ egal, was wir oder unsere anderen Teamkollegen, er hat sich die Second Base geholt, er die Third und wir sehen jetzt, wir rutschen gerade durch die Home Base, also dadurch ist die Sache natürlich extrem gelaufen. Oh, ich finde übrigens die Position hier schön, die wir haben. Übrigens, ihr seht, ich habe Sonny wieder so ein bisschen angepasst, ich habe ihm meine Brille auf den Gamm gegeben, ich dachte, ich sehe manchmal so schlecht, dass ich, also im Spiel, dass ich die Bälle daneben schlag. Der braucht einfach mal eine Brille, der Mann, der hat schon mal eine Kurzsichtigkeit. irgendwie muss man sich das schön reden. So, ja, komm, hier können wir raus. Schade. Das sah eigentlich so gut aus. Also beste Position, um irgendwie hier was reißen zu können. Und wir haben es natürlich geschafft, die Umrundung zu schaffen, wenn der Run nicht abgebrochen wäre, dadurch, dass der gute Escobar es verbockt hat. Ja, auch ab unter der Dusche und schämen, lieber Freund. Ja, natürlich keine Trainingspunkte. Oh, und wir sehen ein Training. Wollen wir es mal mitnehmen? Ich bin immer so zwiegespalten, was Trainings betrifft, um ehrlich zu sein. Auf der einen Seite lohnt es sich natürlich, um die Fähigkeiten zu verbessern, was man immer brauchen kann. Auf der anderen Seite ist es Training. Es ist irgendwie so... Naja gut, wir sehen es hier, unser Ziel im Training ist es, Schwünge mit dem richtigen Timing zu schaffen, was manchmal auch einfacher gesagt ist als getan. Ich mache es jetzt übrigens in dem Fall ins Training, damit wir wenigstens mal ein bisschen was am Schlag mal sehen. So, oh, der war schon mal für die Fans, die nicht da sind, die das Training gesagt haben, schenken sie sich. So, Late Timing, also ein bisschen früher muss ich releasen. Ich würde ja auch gerne mal, es gibt dieses Total Analog Controls, also wo man wirklich nur mit dem Analogstick steuert. Ich momentan, ihr seht es ja anhand der Knöpfe, spiel mit den Knöpfen komplett. Und das ist so eine Sache, echte MLB-Profis werden sagen, Total Swing ist die Möglichkeit, wie man das Spiel spielen sollte.
ich komme damit einfach nicht so ganz zurecht, um ehrlich zu sein. Das ist vielleicht so eine Sache, vielleicht muss ich mich damit mal einarbeiten. Das Problem ist einfach, ich will das nicht in einer Let's Play-Reihe machen, weil ich dann weiß, wir fliegen mit Sicherheit aus der MLB raus, wenn ich die nächsten 10 Spiele komplett versage. Und da ist jetzt einfach so, naja, wie man so schön sagt, das Risiko ist an der Stelle momentan zu hoch. Das wird vielleicht in der Zukunft mal anders aussehen, wenn wir dann, wenn wir wieder degradiert werden, irgendwie in die Triple A's oder sowas. Naja, aber irgendwie so einfach, wenn ich genau weiß, ich drücke Kreis und mache einen Contact Swing oder ich drücke Viereck und mache diesen Power Swing. Das ist einfach deutlich einfacher, weil ich genau weiß, was ich an welcher Stelle brauche. Ich muss mich da einfach mal einarbeiten, aber vielleicht ist MLB oder dieser Modus und diese Let's Play-Reihe nicht der richtige Zeitpunkt dafür. So, oh, es läuft hier nicht so perfekt, um ehrlich zu sein. Ja, aber wenigstens schön geschlagen. Late Timing hier wieder. Ja, es ist natürlich gar nicht so einfach, wenn ihr euch immer fragt, wo schaue ich hin? Ich meine, man könnte natürlich sagen, man schaut vielleicht auf den Boden, auf den Schatten. Also in allen Baseballspielen, die ich kenne, hat man unten auf den Schatten geschaut, wann der Ball ungefähr über der Plate war, dass man geschlagen hat. Ehrlich gesagt, bei MLB, ich schaue auf den Ball und ich schaue einfach nur nach vorne und das ist irgendwie so ein Gefühl, wenn man schlägt. Ich meine, ihr seht es in vielen Fällen hier, es ist wieder Late Timing oder sowas, also zu spät, zu früh. Das ist schwer natürlich damit, das richtige Timing irgendwie rauszufinden, aber ich könnte mir jetzt auch nicht großartig vorstellen, das irgendwie anders, also jetzt woanders hinzuschauen. Keine Ahnung, also das ist irgendwie so Gewöhnung, weil ich meine, im echten Baseball wird man ja auch nach vorne schauen. Was natürlich cool wäre für so ein Spiel, wäre vielleicht mal eine Ego-Perspektive. Vielleicht mal so als kleiner Tipp an Sony. Oh, der war schön, der war richtig schön. Ja, und langsam kommt es natürlich auch wirklich drauf an. Wir haben 7 von 10 geschafft. 6 Chancen haben wir noch. Also das muss jetzt hier wirklich fruchten. Ja, das fruchtet. Das Problem ist natürlich wirklich immer, dass bei einem Erfolg auch ein Versuch weggeht. Macht natürlich Sinn, aber das gibt mir natürlich immer so ein bisschen Nervenflattern, um ganz ehrlich zu sein. Ja, sauber, komm, da haben wir's. Da haben wir's doch, liebe Freunde, da haben wir's. Sehr schön, Training abgeschlossen, fette Punkte eingesackt. Das macht Sonny natürlich nur umso sympathischer und gibt ihm natürlich deutlich bessere Stats, was uns auf dem Feld zugutekommt. Und na gut, ich würde sagen, also übrigens, ihr merkt, wir sind über 20, über 15 Minuten, denn unsere 15-Minuten-Sperre ist weg. Das heißt jetzt nicht immer, dass jeder MLB-Part ungefähr oder jetzt deutlich länger wird, sondern ich werde immer gucken, wie es reinpasst. Aber wir haben zumindest nicht mehr das Problem, dass wir, weiß ich, bei 15 Minuten mitten im Spiel cutten müssen. Das wird zukünftig nicht mehr passieren. Gut, ich würde fast sagen, wir machen hier einen Cut des ersten Videos. Und wir haben heute Dienstag. Ich denke, den nächsten Part gibt es am Freitag, Donnerstag oder Freitag. Eins von beiden, ich muss mal schauen, wie es zeitlich reinpasst. Aber MLB ist zurück, gekommen, um zu bleiben. Und ja, wenn ihr mehr von Sonny Van Hero wollt, gerne mal kommentieren unter das Video. Und das zeigt mir natürlich, dass ihr immer noch da seid, ihr MLB-Fanatiker, ihr Hero Maniacs, Brother.